Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung in ETS 2. Und zwar möchte ich euch gerne einen neuen bzw. einen alten LKW vorstellen. Ja, es handelt sich hierbei um die erste Scania-Serie. Und zwar werde ich mir jetzt mal einen kaufen. Oh, Scania. Aber in Hannover. Nehme ich mal den. So, hier haben wir ihn. Hier steht zwar, dass er 111 PS haben soll, aber ich ändere mal die Ausführung. Wir haben ja einmal hier ja, die 110er bis 140 normal und die Longline Variante. Aber ich nehme mal die Standard Variante. Gibt es noch als Sportvariante, da ist ein bisschen tiefer gelegt. Ja, hier haben wir die Motoren, einmal 296 PS, 350 und 375. Ich nehme erstmal die 296er. Also kann ich den eigentlich ganz lassen. Ich mache ihn nochmal weiß. Sieht einfach ein bisschen schlechter aus. Ja. Dann werde ich erstmal mit dem mal ein bisschen fahren und ihr werdet merken, warum. Ich sag's noch nicht. Bestätigen. So, wo bringe ich jetzt meinen LKW jetzt hin? Nach Kiel. Und es regnet. Mal wieder. Wir müssen den Ton ein bisschen lauter. Die Hupe ist übrigens nicht original. Ich habe nur den. Ist halt so ein Mod, wo man einen neuen Hornsound hat. Aber naja. Entschuldigung. So. Wie ihr merkt, er kommt richtig schwer aus dem Knick. Neue Scheinwischer Mann. Ich werde mal eine Runde mal um Block fahren. Ja, man kann ja auch warten. Das Ding ist, dieser LKW hat nur 10 Gänge. Die Mod heißt übrigens Scania erste Serie, also Scania Serie 1. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man sich den holen kann. Ich habe diese Mod ja auch nur von einem Kumpel bekommen. Ja. Warum kann ich euch den Link nicht in die Beschreibung packen? Jo, dann werde ich den Scania mal ein bisschen tunen.
Eieiei. Übrigens, ich habe es mal gewagt, diesen LKW mal mit 22 Tonnen zu ziehen. Oh, das ist ein Graus, sage ich euch. Also da braucht ihr richtig Geduld für. Auf der Autobahn, wenn man da die Autobahn mit dem auf die Autobahnzufahrt hochfährt, oh, geht er runter bis auf 12 km/h oder so. Also man ist quasi eine richtige Verkehrsbehinderung. Ach, warum blicke ich ja eigentlich überhaupt? Ich fahre doch geradeaus weiter. Übrigens, der Sound ist auch nicht original, das ist auch so eine Art Soundmod. Ja. So, bin ich mal in der Werkstatt verschwunden. Die Ausführung mal ein bisschen ändern. Kann wirklich einige Hand ändern. Hier kann man sogar einen Spiegel ran machen. Mach ich mal die Painted Variante. Hier muss ich was entfernen. Okay. So, dann komme ich gleich wieder, wenn ich den LKW ein bisschen modifiziert habe und ja, bis gleich. So, jetzt bin ich mit dem LKW fertig. Er hat jetzt 375 PS und ja, ich habe mir mal ein bisschen verschönert. Sogar von innen. Ja. Okay, das kostet mir auch eine Menge. 260.305. Aber wer als Ausbilder nominiert wurde, der kann sich das ruhig mal leisten. Okay, mal gucken, ob er irgendwie einen Schaden bekommen hat. Nein, hat er nicht. Gut. Oh, 39 PS, FPS, Entschuldigung. Also das taugt schon mal geil. Ja. Werde ich mal eine kleine Tour mal machen. Also es muss keine große sein, es kann auch echt eine kleine Tour sein. Gucken, was es eigentlich gibt. So, von Hannover nach Hannover, von Hannover nach Hamburg. Ich denke mal, von Hannover nach Hamburg wird, glaube ich, reichen. Oder ist es eigentlich viel zu lang? Es ist ja nur ein kleiner Test, also es ist dann eigentlich nur eine Mod-Vorstellung, von daher. Licht anmachen.
Oh. Manu, jetzt muss ich wieder an einer roten Ampel stehen. Spielerei hier mit einem Scheibenwischer. Rote Ampeln. Ich bin in einer roten Welle. Toll. Oh ja, ich sage, er fährt noch schön rüber. Bin in einer roten Welle, toll. Ganz böses Omen. No. Muss ich denn jetzt langfahren? Ist es wieder, ist es wieder so außerhalb oder wie? Es gibt ein bisschen Stoff hier. Muss man auch mal ein bisschen auskosten. Fahre ich denn jetzt lang nach Hamburg oder wie? Er kann nur 90 fahren? Ist das ein Witz? Wo fahre ich denn jetzt lang? Ach so, außerhalb ist das hier so. So ein Bereich hier. Oder? Hm. Ja, stimmt, ist so ein Bergwerk da oder so, wie man es nennt.
Was habe ich da eigentlich denn jetzt ausgewählt? Hannover nach Hannover? Von Hannover nach Hamburg oder wie? Dortmund? Nein, doch nicht nach Dortmund. Oh, egal. Ich kann ja vorspulen. LKW fahren hier. Wie viele Tonnen sind das eigentlich? Hab gar nicht darauf geachtet, wie viel Tonnen ich jetzt habe. Hinten dran. Ne? Das sind bestimmt über 20 Tonnen. Ich muss ja noch hoch. Ich komme den Berg nicht hoch. Jetzt hier lang. Oh nee. So, ab hier werde ich die Fahrt mal beschleunigen.
Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Na, klein ist ja ein bisschen übertrieben gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Warte mal, machen wir einen Screenshot von. Gut. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich freuen. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ich machen könnte, dann schreibt mir einfach was entweder in die Diskussion oder unter dieses Video. Dann würde man sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!